Olympischen Spielen in Nagano ist Asien mal wieder Gastgeber der weltbesten Biathleten. Und Pyeongchang, Südkoreas Perle des Wintersports, baut und baut. Die Spiele 2018 wollen sie nach zwei gescheiterten Bewerbungen nun unbedingt hierher holen. Vom Biathlon wissen die Koreaner wenig und auch der Kampf um den Gesamtweltcup zwischen Sonrin Bai, Andrea Henkel und Magdalena Neuner wird ihnen herzlich egal sein. Der Start ins Verfolgungsrennen, in dem Magdalena Neuner die Gejagte ist. 14 Sekunden beträgt ihr Vorsprung aus dem Sprint und den hat sie schon nach den ersten Kurven aufgebraucht. Neuner ist falsch abgebogen, muss wenden und läuft nun ihrerseits der führenden Französin Sonrin Bai hinterher. Neuner wollte nachher nicht über ihr Missgeschick reden, das tun andere. Ich war überrascht und ich dachte, was machen Sie jetzt? Aber es war gut für mich. Ja, sie war sich unsicher, weil das Licht hier nicht so direkt abgesperrt war, weil eine kleine Öffnung noch war. Und da war sie sich dann nicht sicher, ist das rechts oder links ist die richtige Richtung. Die koreanischen Stadionsprecher kommentieren danach ein nicht mehr so kurioses, aber spannendes Rennen. Sonrin Bai liegt vor dem letzten Schießen in Führung, weil sie progressiv läuft, das heißt eher schneller wird und sicher geschossen hat. Magdalena Neuner scheint ihren Fauxpas verarbeitet zu haben, kämpft sich an Position 2 liegen die steilen Berge hinauf. Dahinter dann schon Andrea Henkel. Die Thüringerin und Führende des Gesamtweltcups ist bis hierhin ganz stark unterwegs und hat sich von Platz 17 auf Rang 3 katapultiert. Das letzte Schießen stehender Anschlag. Nach den Weltmeisterschaften ohne Einzelmedaille hat Bai viel an sich gearbeitet, nur Schießen trainiert. Das zahlt sich aus. Bei Magdalena Neuner kommen die alten Probleme wieder hoch. 4 Strafrunden für sie und auch Andrea Henkel muss 300 Meter extra laufen. So wird es für Sonrin Bai ein genüsslicher Sieg, der 4. der Saison. 2. die Italienerin Ponza vor der Russin Achatova. Die deutschen Biathletinnen stehen erstmals in diesem Winter nur neben dem Podest. Henkel als 5., Neuner als 6. Und während sich Sonrin Bai über die Führung im Gesamtweltcup freut, muss Magdalena Neuner dem Bundestrainer wohl darlegen, wie das mit der Orientierung war zu Anfang des Rennens.